Und einmal habe ich mich auch versprochen. Aber ich habe die Rolle ja trotzdem bekommen. Ich spiele die Wendler. Ach, ihr spielt Frühlingserwachen in der Theater AG? Habe ich doch gesagt. Und zuerst habe ich das Stück auch gar nicht richtig verstanden, aber jetzt finde ich es echt gut. Lisa, kannst du mir das später weitererzählen? Ich will kurz mit deiner Mutter reden. Du kannst ja mal gucken, wie die Männer mit Sophia klarkommen. Hm? Klar, mache ich. Ist wirklich alles okay? Ja, wirklich. Es ist nur, wenn ich Sophia sehe, dann bin ich verzaubert und halte es vor Liebe kaum aus. Und das ist alles? Ja, das ist alles. Gerade noch rechtzeitig. Sonst hätte Arno Sophia vor lauter Liebe aufgefressen. Ist denn das ein Wunder? Nicht wahr, mein kleiner Schatz? Opa hat dich zum Fressen gehabt. Nicht nur ihr Opa. Verstehst du jetzt, was ich meine? Könnt ihr euch vorstellen, als Wendler schwanger wurde, wusste sie nicht, wie das passiert ist. So wie die Kindzeit war das Stück ein Riesenskandal. Du kannst froh sein, dass du mit deiner Mutter über alles reden kannst. Ja, natürlich bin ich dabei. Christian, bis dann. So, noch jemand Kaffee? Herr Brandner, es tut mir leid, aber ich muss jetzt los. Ja, Sophia und ich sollten auch langsam nach Hause. Sie braucht ihren Schlaf. Wenn du willst, kannst du sie oben bei mir ins Zimmer legen. Das ist nett, aber ich würde mich auch gern hinlegen. Gut, dann verabschiede ich mich von der Süßen. Danke, es war ein netter Nachmittag. Ein sehr netter Nachmittag, danke. Jederzeit wieder. Ich bringe euch noch raus. Dann bis bald, ihr Lieben. Na, du vermisst sie jetzt schon. Hm? Die Kleine. Und Carla. Warum wolltest du dir den Bauchnabel jetzt eigentlich noch mal angucken? Ich denke, ich habe mir völlig grundlos Sorgen gemacht. Ja, vielleicht wollte ich auch einfach nur meine Nichte wiedersehen. Oh, das kannst du doch jederzeit. Na? Du weißt noch gar nicht, wie gut es dir geht, hm? Das stimmt. Na, komm mal hier. Meine Süße. Ja. Oh, meine süße Maus. Hm. Die Kleine im Arm und ihre Wärme spüren. Das ist alles, was ich brauche. Ja. Ja, natürlich habe ich mir das mit der Familie anders vorgestellt. Aber mittlerweile kommen wir ganz gut damit klar. Sieht Susanne das denn genauso? Warum nicht? Anfangs habe ich daran gezweifelt, aber ich glaube, mittlerweile kommt sie ganz gut damit klar. Lisa lernt noch immer ihren Text fürs Theaterstück. Ach, ich weiß wirklich nicht, wann Kinder anstrengender sind. Wenn sie jetzt wie Lisa ihren eigenen Kopf haben oder wenn sie einen als Baby die ganze Nacht wach halten. Oder wenn sie über 30 und verheiratet sind und dich noch immer mit ihren Problemen belästigen. Oh, Schatz, ich habe mich doch nie belästigt gefühlt. Im Gegenteil, ich war immer froh, wenn ich wusste, was in dir vorgeht. Was ist das? Ein Spucktuch. Das gehört Sophia. Ah, da werden wir Carla ja gleich wiedersehen. Ich glaube, Carla hat genug davon. Aber du hättest es gern, wenn sie wieder zurückkommt, ja? Klar. Ach, Susanne, so kannst du nicht weitergehen. Was soll ich denn machen, Papa? Ja, das weiß ich auch nicht. Sprich mit ihr, verschaff dir Klarheit. Und wenn sie mir dann sagt, dass es keine Chance mehr gibt für uns? Ungewissheit macht auch nicht gerade glücklich. Von Lahnstein? Na, wie geht's euch beiden? Super, danke. Kann ich nachher vielleicht noch mal kurz vorbeischauen? Ja, sicher, warum nicht? Bis dann. Tschüss. Hast du gehört? Die Susanne kommt gleich vorbei und freut sich ganz toll auf dich. Und ich freue mich auch. Weißt du, weil manchmal vermisse ich sie ganz schön doll. Hallo. Hallo.
Du malst wieder? Wenn ich male, wacht sie wenigstens nicht auf. Ja, das ist für mich eine Win-Win-Situation. Ich habe meine Ruhe und kann meine Emotionen rauslassen. Mir fällt es schwer, deine Emotionen darauf zu erkennen. Dazu muss man keine Kunstexpertin sein. Willst du vielleicht was trinken? Nein. Ich bin gekommen, um mit dir was zu klären. Wenn es um Sophia geht, du weißt ganz genau, dass Carla, du jederzeit... Carla, bitte lass mich ausreden, es ist mir wirklich wichtig. Ich habe in letzter Zeit immer gehofft, dass wir wieder zusammenkommen. Aber du hast mir deutlich gezeigt, dass du das nicht willst. Susanne, ich sehe einfach nicht mehr, dass es zwischen uns funktionieren kann. Das habe ich jetzt auch verstanden. Ich möchte wieder nach vorne schauen. Ich will die Scheidung. Hier. Danke. Und du bist dir sicher, dass du das mit der Scheidung willst? Ja. Nur um das klarzustellen, das hat nichts mit Lars zu tun. Ich brauche Klarheit für mich. Sonst hoffe ich doch immer, dass wir wieder... Schon klar. Ich brauche einen klaren Schnitt. So kann ich jedenfalls nicht weitermachen. Das halte ich nicht aus. Ja, das verstehe ich. Das ist alles, was du dazu zu sagen hast? Das hört sich doch alles ganz vernünftig an. Eine Scheidung ist sicherlich das Beste für uns, ja? Ja, dann sind wir uns einig. Vielleicht können wir Freunde bleiben. Ach, oh Gott, sowas wollte ich nie sagen. Aber es stimmt doch. Alleine wegen Sophia. Die Kleine mag dich wirklich sehr. Sie schläft wie ein Murmeltier. Sie ist so schön. Wenn sie schläft, seid ihr euch sehr ähnlich. Und? Was sagt Carla dazu? Sie fand den Vorschlag sehr vernünftig und hat gleich zugestimmt. Na, dann hast du es jetzt wenigstens hinter dir. Wie schön. Es ist das Beste für euch beide. Das hat Carla auch gesagt. Na also. Na was ist? Du wolltest doch die Scheidung. Ja, natürlich. Andererseits auch wieder nicht. Ich habe so gehofft, dass sie Nein sagen würde. Ach, Kind. Ganz schön blöd, was? Immerhin weißt du jetzt, woran du bist. Und wenn ich sie einfach noch mal frage, ich meine, vielleicht hat sie sich nicht getroffen. Susanne, du quälst dich doch nur selbst. Es ist vorbei. Du musst nach vorne schauen. Aber ich liebe sie doch noch. Sie ist so süß. Ich hoffe, es sind diesmal die richtigen. Ja, danke. Du kannst ruhig lauter reden. Davon wird sie nicht wach. Meinst du, der passt dir schon? Bestimmt. Kann ich sonst noch was für dich tun? Nein, ich komme schon klar. Ist alles in Ordnung? Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Ich habe letzte Nacht nicht viel geschlafen. Sophia war wieder unruhig. Und sonst ist nichts passiert? Susanne war vorhin hier. Habt ihr gestritten? Nein. Sie will die Scheidung. Und ich habe zugestimmt. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Doch. Schau mich an. Warum denn jetzt so plötzlich? Seit Sophia da ist, kommt ihr doch wieder ganz gut klar miteinander. Es reicht aber nicht mehr für eine Ehe. Da ist eine Scheidung nur konsequent. Susanne sieht das genauso. Carla,
Du liebst sie doch noch. Es hat keinen Sinn mehr. Hast du eine andere Musik? Natürlich, Moment. Christian, machst du mir bitte ein Latte Macchiato zum Mitnehmen? Klar, Chef. Spät dran? Oh, hallo Susanne, ich hab dich gar nicht gesehen. Ja, ich war gerade noch bei Carla und der Kleinen. Wie geht's den beiden? Gut. Wie geht's dir? Carla hat sie erzählt, oder? Ja. Kannst du dir ja vorstellen, wie es mir geht. Habt ihr euch das auch gut überlegt? Ja. Tja, das war's dann wohl. So, bitte. Danke. Ja. Ich verstehe das nicht. Dir geht es schlecht und Carla ist unglücklich. Warum lasst ihr euch überhaupt scheiden? Was heißt denn hier unglücklich? Ich hatte nicht das Gefühl, dass sie damit ein Problem hat. Ich schon. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie noch sehr an dir hängt. Ach bitte, ich will davon nichts mehr hören. Wir haben uns entschieden und dabei bleibt es. Dieses ewige Hin und Her, das macht mich fertig. Vielleicht redest du nochmal mit ihr. Wieso tust du das? Was? Dich so für unsere Ehe einsetzen. Du müsstest dich doch freuen. Hier geht es nicht um mich. Es geht um Sophia und Carla und um dich. Ich kann einfach nicht mit ansehen, wenn du so traurig bist. Danke nochmal. Wofür? Fürs Zuhören. Mir geht's schon viel besser. Dafür bin ich doch da. Für dich ist es sicher auch nicht einfach. Ich meine... So ist es nun mal. Du hast dich für Carla entschieden, da habe ich wohl Pech gehabt. Hat dir schon mal jemand gesagt, was für ein toller Mann du bist? Oh, nicht wirklich, aber geahnt habe ich es schon immer. Und jetzt weißt du's. Sophia kann sich wirklich keinen besseren Vater wünschen. Ich muss los. Ich habe Ihre Tasche bereits gepackt. Danke, Inga. Bringen Sie noch zu Ihrem Wagen. Das ist nicht nötig, das schaffe ich allein. Bestimmt? Ja, ganz bestimmt. Ansgar, mit dir wollte ich noch reden. Ich habe dich immer schon für ein gewissenloses Schwein gehalten. Aber das, was du Natalie jetzt angetan hast, das schockt mich wirklich. Na und? Deine Meinung interessiert mich noch weniger als die globale Erwärmung. Kümmere dich gefälligst um deinen kleinen Hosenscheiß und lass mich in Ruhe, ja? Wie oft soll ich es eigentlich noch sagen? Ich hab sie nicht geschlagen. Was denn? Glaubst du jetzt dieser Alkoholikerin mehr als deinem eigenen Bruder? Ja, leider. Dafür kenne ich euch beide lang genug. Und dass sie sich jetzt in die Arme von Degenhardt flüchtet, das ist allein deine Schuld, Ansgar. Du hast sie so weit getrieben. Natalie, ich bin's, Carla. Natalie. Was willst du? Lässt du mich bitte rein? Wozu? Damit du mir auch irgendwelche Vorwürfe an den Kopf knallen kannst? Nein, danke. Deswegen bin ich nicht hier. Wirklich nicht. Bitte. Ich muss mit dir reden. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ich konnte mir denken, dass Degenhardt dich erstmal bei sich aufnimmt. Hast du was dagegen? Lass uns drin weiterreden. Bitte. Und? Gefällt's dir hier? Mit Adrian würde es mir überall gefallen. Aber ich denke mal, dass wir uns bald nach etwas anderem umsehen werden. Ja, du brauchst gar nicht so zu gucken. Adrian und ich, wir sind sehr glücklich miteinander.
Du glaubst also wirklich, dass er es ernst mit dir meint? Ich weiß es, Carla. Denn im Gegensatz zu dir und deiner hypermoralischen Familie liegt ihm wirklich was an mir. Natalie, ich weiß, ich habe mich in letzter Zeit nur um mich gekümmert und dich dabei völlig aus den Augen verloren. Das tut mir leid. Aber ich werde das wieder gut machen. Bitte lass dich nicht auf Degenhardt ein. Nicht nach allem, was er uns angetan hat. Wieso habe ich gewusst, dass du das jetzt sagen würdest? Bitte glaub mir, dieser Mensch wird dir nur wehtun. Lass dich von ihm nicht für seine Rache missbrauchen. Denk mal daran, wie er Konstantin fallen gelassen hat. Seinen eigenen Sohn. Komm wieder mit zurück. Am besten jetzt gleich. Wir haben alle Fehler gemacht. Auf beiden Seiten. Aber wir sind immer noch eine Familie und deshalb kriegen wir das auch wieder hin. Gemeinsam. Komm. Ich kann verstehen, dass du Ansgar im Moment nicht erträgst und aus Königsbrunn weg willst, aber muss es unbedingt das hier sein? Natalie, ich bin deine Freundin. Ich will dir helfen. Zieh zu mir ins Penthouse. Da ist Platz für uns beide. Ich will dich auch nicht beeinflussen. Du kannst dir ganz in Ruhe überlegen, wie es weitergehen soll. Adrian, setz mich nicht unter Druck, wenn du das meinst. Und was war mit Konstantin? Er hat seinen eigenen Sohn für seine Zwecke missbraucht und ihn danach eiskalt fallen lassen. Glaubst du etwa, ich bin zu blöd, um zu merken, ob Adrian mich ausnutzt? Natalie. Das zwischen mir und Adrian, das hat überhaupt nichts mit geschäftlichen Interessen zu tun. Das geht viel tiefer. Auch wenn du das nicht verstehst. Wir sind sowas wie Seelenverwandte. Er braucht mich genau wie ich ihn. Und wenn du dich täuschst? Ich täusche mich nicht. Adrian und ich, wir gehören zusammen. Egal, was alle anderen über uns denken. Die letzten Monate mit Ansgar. Er hat mich wirklich jede Sekunde seinen Hass spüren lassen. Meine Schuld an Hannes Tod. Er musste gar nichts sagen. Ich hab's ihm angesehen. Und irgendwann habe ich das einfach nicht mehr ausgehalten. Hat er dich wirklich geschlagen? Adrian war der Einzige, der damals zu mir gehalten hat. Warum bist du nicht zu mir gekommen? Ich hätte dir geholfen, das weißt du doch. Da hat wohl jemand Hunger. Na, meine Süße, hast du ausgeschlafen? Willst du sie mal halten? Nein. Warum überlegst du es dir nicht nochmal? Sophia würde sich sehr freuen, wenn du eine Weile zu uns kommst. Das ist wirklich nett von dir, aber... Nein, darin ist gar nichts nett. Das ist die pure Berechnung. Adrian. Natalie möchte bis auf Weiteres keinen Kontakt zu ihrer Familie. Ist das so, Schatz? Ich denke, Natalie kann sehr wohl für sich alleine sprechen. Oder? Und ich denke, es ist am besten, Sie verlassen jetzt die Suite. Wir beide haben wenig Zeit miteinander und die wollen wir ungern verschwenden. Schon wieder eine Trennung. Das scheint irgendwie in der Luft zu liegen. Erst Natalie und Ansgar und jetzt auch noch Susanne und Carla. Dabei waren sie so ein schönes Paar. Ja. Mir tut vor allem die Kleine leid. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schnell geht. Ich auch nicht. Eine bessere Scheidungsanwältin hätten wir nicht finden können. Stimmt. Wir schaffen das schon, wir drei. Was ist los, meine Kleine? Willst du mich ein bisschen trösten? Hm? Weißt du, manchmal läuft es im Leben nicht so, wie man sich das wünscht. Ja. Aber ich darf mich gar nicht beschweren. Ich habe mich nämlich von Susanne getrennt und nicht umgekehrt. Schön doof was. Du hast auch gemerkt, dass wir was ganz Besonderes ist, stimmt's? Ja. Aber das schaffen wir beide schon. Hm?
Augen zu und durch. Ja. Ups, meine süße Maus. Ja. Das müsste alles von meiner Seite sein. Wenn du willst, bringe ich es zur Anwältin. Ich mach das schon, danke. Lars, die Kleine ist gewickelt und gefüttert. Wenn irgendwas sein sollte, dann kannst du mich jederzeit auf dem Handy erreichen. Wir beide brauchen die Mami nicht. Wir kommen ganz gut alleine klar, was? Susanne. Papa. Was machst du hier? Ja, das könnte ich dich auch fragen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, dass... Dein Vater und ich wollten uns zusammen das neue Haus ansehen. Es ist jetzt bald bezugsfertig. Warum habt ihr mir das denn nicht gesagt? Also Carla und ich dachten, dass es vielleicht... Es ist doch eigentlich unser Haus und jetzt ziehe ich da allein mit Sophia ein. Deswegen. Darf ich mitkommen? Ich würde das Haus auch gerne sehen. Wenn du willst. Ja klar, sonst hätte ich ja nicht gefragt. Bereust du es immer noch nicht, mitgekommen zu sein? Nein, nein, im Gegenteil. Ich glaube, ich brauche das, um so richtig Abschied zu nehmen von Carla und unserem Traum. Da hätte ich mir ja die Geheimniskrämerei mit ihr ersparen können. Ihr habt es doch nur gut gemacht. So, dann wollen wir mal. Wow. Es ist wirklich viel schöner, als ich es mir vorgestellt hatte. Das freut mich, dass es dir gefällt. Ihr beide schaut euch jetzt mal um. Ich muss mich noch mit dem Elektriker in Verbindung setzen. Bis gleich. Es ist fast wie ein Wintergarten. Es fehlt hier nur noch Oleander, Seidenstrauch und Engelstrompeten. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Es kommt einfach wahnsinnig viel Licht hier rein. Oh, das wäre eine ganz tolle Ecke für die Wiege. Ja. Und da kommt die Couch hin. Und wenn zu viel Sonne reinscheint, dann stellt man einfach ein Parabol vors Fenster. Das wollte ich auch gerade sagen. Komm, wir haben bestimmt mehr Ideen. Was kommt denn hier rein? Das Schlafzimmer. Nein, da ist alles in Ordnung. Das Haus ist wunderschön. Ja. Sophia wird bestimmt eine tolle Kindheit hier haben. Ja, das wird sie. Ja, das ist ganz bestimmt. Nein, das ist nicht möglich. Also, danke schön. Wiederhören. Der Elektriker ist in einer Woche durch und dann kannst du einziehen. Ist doch toll. Ich sehe Sophia hier schon auf dem Teppichboden rumkrabbeln. Was ist denn? Freust du dich gar nicht? Etwas nicht in Ordnung? Nein, es ist alles wunderbar. Aber? Ich werde hier nicht einziehen. Besser gesagt, ich kann hier nicht einziehen. Das Haus, das würde für mich immer irgendwie leer stehen. Deshalb werde ich es verkaufen. Vielen, vielen Dank für alles. Keine Ursache. War auch für mich ein besonderes Haus. Wollen wir? Ich würde gern noch einen Moment bleiben, wenn es dir recht ist, Carla. Natürlich. Alles Gute. Tschüss, Papa. Tja, es hat nicht sollen sein. Das Haus ist auch viel zu groß für mich und Sophia. Und außerdem... Wir wollten hier zusammen einziehen. Und ohne dich wäre es einfach nicht dasselbe. Ich kann mich doch nicht die ganze Zeit mit Was-wäre-wenn-Gedanken quälen. Natürlich nicht. Es war ein Traum. Ein sehr schöner Traum. Ein sehr, sehr schöner Traum. Tschüss, Zimmer. Tschüss, Schlafzimmer. Glaubst du, wir wären hier glücklich geworden? Wir haben uns getrennt. Ich verstehe die Frage nicht. Wenn wir uns nicht getrennt hätten, glaubst du, es hätte funktioniert? Zwei Frauen, ein Mann und ein Baby. Und alle sind glücklich miteinander? Zeig mir jemanden, bei dem das funktioniert.
dem schenke ich das Haus. Aber so ein bisschen funktioniert es doch. Wir alle lieben Sophia und Lars ist ein guter Vater. Ja, das ist er. Und er ist immer da, wenn man ihn braucht. Lass uns gehen. Das war's dann wohl. Soll ich dich irgendwo absetzen? Nein, ich mache noch einen Spaziergang. Und wie kommst du da nach Hause? Mit dem Taxi. Was sonst? Also dann. Nun fahr doch. Deine Tochter wartet. Dann gehe ich eben. Mach's gut. Du auch. Und da kommt der Elefant geflogen. Brumm, 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 brumm. Und er kommt da wieder zurück. Brumm, 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 brumm. Hallo? Hallo, Carla. Guck mal, was sie schon kann. Und da kommt der rosane Elefant wieder geflogen. Brumm, 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 brumm. Sie kann meine Hand fixieren. Sie ist 3 Wochen alt. Super. Das machst du toll, mein Mäuschen. Und? Ja, jetzt hat sie bestimmt Hunger. Hat das mit der Milch geklappt? Ja, war nicht gerade ihr Geschmack. Hat sie geweint? Ach, ein bisschen. Oh, mein Häschen. Ist denn sonst alles gut gegangen? Alles bestens. Aber jetzt erzähl doch mal, wie war's denn? Toll. Arno hat sich selbst übertroffen. Aber? Ich werde es wohl verkaufen. Was? Warum denn? Ja, warum wohl? Es hätte alles so schön sein können. Aber ich musste es ja kaputt machen. Carla, nicht weinen. Warum habe ich mich denn von ihr getrennt? Ich liebe sie doch. Kannst du mir mal sagen, warum immer alles so kompliziert sein muss? Windeln, Feuchttücher, was zum Wechseln. Ja, das wäre alles. Wann willst du sie denn abholen? Später Nachmittag, wäre das in Ordnung? Ist das in Ordnung? Für sie ist es in Ordnung und für mich auch. Und so wie du aussiehst, kannst du eine ganze Menge Schlaf vertragen. Danke für das Kompliment. Aber es stimmt schon, ich hatte eine Horrornacht. War sie oft wach? Das auch. Verstehe, Susanne. Blas die Scheidung doch ab, wenn du so unglücklich bist. Und dann? Dann nimmt dich Susanne mit Handkuss zurück. Das funktioniert nicht und das weißt du ganz genau. Lars, ich habe die ganze Nacht drüber nachgedacht. Und ich bin zu einem Entschluss gekommen. Susanne und du. Ich werde eurem Glück nicht weiter im Weg stehen. Was willst du damit sagen? Wenn ihr es miteinander versuchen wollt, dann tut es. Ich werde euch jetzt nicht mehr im Weg stehen. Sie schläft. Vielleicht hast du ja Glück und du kannst sogar ein bisschen arbeiten. Sie wacht bestimmt nicht so schnell auf. Ist alles okay? Was du eben gesagt hast. Lars, ich will mich bestimmt nicht einmischen. Aber wir wissen nicht erst seit gestern, dass dich und Susanne mehr verbindet als nur Freundschaft. Warum wollt ihr warten? Warum Zeit verschwenden? Probiert's aus. Werdet glücklich miteinander. Ich finde es ja nett, dass du dir Gedanken machst. Aber meinst du nicht, du solltest das uns überlassen? Psch. Ich wollte euch nur helfen. Über meine Gefühle für Susanne rede ich nur mit Susanne, nicht mit dir. Dich geht das überhaupt nichts an, okay? Also dann? Psst. Mach dir keinen Stress. Ist nicht schlimm, wenn du sie eine halbe Stunde später abholst. Tschüss.
Tschüss. So, jetzt bist du wieder eine richtige Lady. Ja, genau, das hat mein Mandant gestern auch gesagt. Ich habe ihm klargemacht, dass wir damit vor Gericht nichts erreichen. Ach so. Du meinst, der Richter lässt sich davon beeindrucken? Naja, ein Versuch wäre es wert. Du wärst bestimmt mal eine ganz gewiefte Juristin. Dann steckst du den Papa ganz locker in die... Oh, hallo Susanne. Lars, ich wollte nur das Hochzeitsgeschenk für Sarah und Gregor abgeben. Komm noch rein. Eigentlich habe ich gar keine Zeit. Oh, ich hatte gehofft, dass du mir vielleicht die Kleine mal abnimmst. Dann könnte ich mir schnell was zu essen machen. Ich habe einen höllischen Hunger. Na gut. Aber dann gib sie mir mal. Möchtest du auch einen Kaffee und ein Käsesandwich? Oh, gerne. Na, du süße kleine Maus. Und du erzählst mir jetzt mal, was dein Papa den ganzen Tag so mit dir gemacht hat. Hm? Wart ihr denn heute eigentlich schon mal im Park? Oh, hast du das gesehen? Was? Sie hat mich angelächelt. Wie der Papa. Ein echtes Wunderkind. Du freust dich eben, wenn du mich siehst, hm? Ich will dich ja nicht enttäuschen. Aber kleine Kinder lächeln erst ab dem 2. Monat. Sophia ist eben ein ganz besonderes Kind. Mit einem ganz besonderen Engelslächeln. Ja, so nennt man diesen Reflex. Also sie würde dich auch anlächeln, wenn du ihr eine angemalte Melone vor die Nase hältst. Engelslächeln? Mhm. Haben das eigentlich nur Kinder? Ich weiß nicht. Was meinst du? Ich glaube, der Kaffee müsste schon durch sein. Was hast du denn auf einmal? Carla sieht das bestimmt ganz anders. Wenn wir jetzt wirklich... Ich meine, das wäre wahnsinnig kompliziert oder ein Problem. Was sieht Carla anders? Susanne. Hallo. Holst du Sophia ab? Mhm. Ja, dann. Ach, Carla. Lars hat mir übrigens erzählt, was du zu ihm gesagt hast. Über ihn und mich. Warum tust du das? Es war nur gut gemeint. Was mit Lars und mir ist, geht dich nichts an. Und auch wenn es dir jetzt nichts mehr ausmacht, wenn ich eine neue Beziehung eingehe. Ich glaube nicht, dass ich dein Okay dazu brauche. Warte bitte. Ich wollte euch einfach nur sagen, dass ich euch nicht im Weg stehen werde, wenn... Also, ich werde nicht verhindern, dass ihr zusammenkommt. Carla. Ich weiß, ihr habt darüber noch nicht nachgedacht. Aber ich kann nicht mehr sagen, als dass es mir leid tut. Ich habe wahrscheinlich einfach zu voreilig reagiert. Ist doch okay jetzt. Es ist die ganze Situation. Wir sind getrennt. Du bist der Vater von Sophia. Ihr beide empfindet was füreinander. Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich irgendwas tun muss. Ja, das kann ich ja verstehen. Ich finde, wir drei haben es im Moment nicht sehr einfach. Genau. Und deshalb schlage ich vor, wir konzentrieren uns auf das, was wirklich wichtig ist. Zum Beispiel, dass die kleine Dame gewickelt werden möchte. Oder dass sie Hunger hat. Und zwischendurch auch mal ein bisschen spielen will. Ich übernehme gerne Part 1. Deine Eltern machen sich das Leben schon wirklich schwer, hm? Ich finde trotzdem, dass du es ganz gut getroffen hast mit uns dreien.